Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid ganz herzlich willkommen zu einer Runde TFT. Ich habe euch in den letzten LOL-Videos gefragt, wie es für euch ist. Wollt ihr lieber LOL haben, ob ihr auch mit TFT zurechtkommt? Und die meisten wollen überwiegend League of Legends, was ich natürlich gut nachvollziehen kann. Das Spiel kann man super gut schauen. Die Videos sind unterhaltsam. Aber es gibt wohl auch einen Teil der Community, welcher gerne TFT spielt. Und dementsprechend dachte ich mir, ein TFT-Video in der Woche ist nicht verkehrt, zumindest jetzt erstmal für diese Woche. Ich möchte euch gleich gerne ein bisschen was zeigen, aber vorher lasst mich kurz überlegen, was ich hier reinstellen möchte. Wir haben hier zwei Gunslinge schon mal. Zweimal Kha'Zix, zweimal Morde, von allem ein bisschen. Als drittes kann ich noch einen Lucian erstmal reinstellen. Es gibt einen neuen Patch, sowohl für League of Legends als auch für TFT. Ich habe jetzt keinen Rundown für dieses TFT organisiert. Aber ich kann euch mal grob erzählen, was sich so ein bisschen verändert hat, wenn ihr da vielleicht nicht ganz so affin zu seid. Ein paar Sachen wurden genervt, sage ich erstmal grob. Wild wurde genervt, der 6er Ritterbonus wurde genervt, Assassine wurden genervt und Frozen Heart wurde genervt. Jetzt überlege ich kurz, was ich gehen möchte. Ich persönlich würde gerne Gunslinger spielen, bin ich ganz ehrlich. Aber so wie die Voids gerade kommen, Blade Master gehen auch. Noch eine Wayne. Eieiei. Warte, wir machen jetzt erstmal zwei Ritter und Lucian. Oh, gerade noch so Positioning hinbekommen. Jetzt überlegen wir, Lucian wollen wir haben, Graves wollen wir haben, Rex wollen wir haben, Mordekaiser wollen wir haben. Das sind zwei Blade Master, die kann man auch gut spielen. Ansonsten, wenn mir Wayne geschenkt wird, dann Camille mag ich nicht, okay? Machen wir so. Wobei, da war noch eine Camille. Okay, dann haben wir uns jetzt dafür entschieden. Frozen Heart verlangsamt das Angriffstempo nicht mehr um 4 Sekunden, sondern um 1 Sekunde. Das heißt, du musst eigentlich jetzt mit Frozen Heart an dem Gegner dran stehen. Man kann es durchaus noch einmal bauen, aber so ein Frozen Heart Stack ist nicht mehr so effektiv wie früher. Da kommt noch eine Camille, aber auch die Wayne. Die wollten beide in mein Team. Warwick wäre hier ein Double Brawler. Auch das ist interessant. Jetzt entscheide ich mich gegen Kha'Zix. Nimm erstmal den Double Brawler mit. Wayne statt Lucian vorerst. Und jetzt ist es die Frage, ob wir die beiden verkaufen, um eventuell Level 10 Gold mitzunehmen für den Interest. Ich glaube, man kann es machen. Vielleicht gewinnen wir sogar. Dann lasse ich es so. Der 4er Wild Bonus wurde ebenfalls genervt. Ich glaube, um 2% ging er wieder runter. Letzten Patch hatten wir eine extrem krasse Wild Meter. Und die beste Comp war ja die 4 Wild, 3 Shapeshifter. Mit Akali noch drinne, Assassine genommen. Und die wurde ja, wie gesagt, in sehr, sehr vielen Punkten genervt. Die könnte aber immer noch durchaus viable sein. 6 Knights haben ein bisschen was verloren. 60 Damage blockt. Ich glaube, davor war es 65 oder gar 70. Auf jeden Fall, ja, ein bisschen weniger robust. Aber auch 6 Ritter sind immer noch viable. Vor allem gepaart mit 4 Imperials. Aber es wurde etwas anderes gebufft, und zwar die guten alten... Oh, hier ist noch ein Brawler und noch ein Brawler. Die nehmen wir alle mit. Jetzt könnten wir sogar schon fast die Ritter raus tun und sagen, ey, Brawler sind witziger, sie sind spaßiger. Oder wir lassen es noch so lange drin, bis wir irgendwas auf Level 2 hätten und haben einen Sneaky Blitzcrank parat. Das geht auch. So passt es vom Gold. Nehmen wir Fiora nochmal sicherheitshalber mit, so. Die Guardians wurden wieder gebufft. Das heißt, der Bonus, den Pantheon, Leona und Braum gewähren, hier von ihm hier, wurde wieder ein bisschen angehoben. Das bedeutet, früher hat man ja geguckt, ist es besser, von 4 auf 6 Ritter zu gehen, oder ist es besser, 2 Bewahrer mit drin zu haben? Jetzt scheint das Ganze wieder mehr Richtung Bewahrer zu swingen, also zum Beispiel 4 Ritter, 2 Bewahrer, 4 Imperials, statt 6 Ritter, 4 Imperials. Assassine kritten, glaube ich, weniger wahrscheinlich oder weniger dolle. Jetzt dürfen wir als Erste aus dem Kreis. Das ging schnell, verdammt. Das geht ja jetzt richtig flott. Ich will erstmal den Handschuh noch haben. Huh. Auch der Handschuh wurde genervt. Das, was aus dem Doppelhandschuh rauskommt, die durchschnittliche Stärke der Items wurde ein bisschen runtergesetzt.
Es gibt aber Comps, die wurden nicht genervt. Zum Beispiel 6 Brawler sind immer noch sehr geil, kann man definitiv noch weiterspielen. Neben den 6 Brawlern haben wir, wie gesagt, immer noch den Lord Draven als Kombination mit Imperial. Der ist immer noch sehr stark, wird wahrscheinlich an Popularität jetzt gewinnen. Oh, die steht extra drinne. Bei, doch, ich nehme sie raus. Dann nehme ich den raus. Darius nehme ich kurz mit und ich glaube, Graves muss dann auch dran glauben erstmal. Wir sind jetzt, wie ihr sehen könnt, ein bisschen schon am Sparen. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich auch ein paar Games verlieren. Ein paar Quality of Life Changes. Ich guck mal hier auf dem zweiten Bildschirm. Die XP, die man braucht für Level 5 und für Level 9, wurden ein bisschen verringert. Das heißt, man kann ein bisschen besser wieder an Level kommen. Quicksilver wurde gebufft. Dann Deathblade, das Ding aus 2 Infinity Edges, startet schon mit einer Aufladung. Und dann, oh, die ganzen Champion Buffs und Nerfs, die habe ich selber noch gar nicht richtig mitbekommen. Aatrox gebufft, Akali genervt, Fiora gebufft, Gangplank gebufft. Da kommt noch mehr, aber das ist schon mal geil. Das sind schon mal gute Neuigkeiten. Da kommen die Brawler. Und jetzt ist es an der Zeit, mit den Level 2 wahrscheinlich zu swappen. Oder erstmal so. Vielleicht hitte ich ja noch Darius und Mordekaiser 2. Das ist das Ding. Wenn ich jetzt aber alle verkaufen würde, hätte ich Money in the Bank. Macht die Wayne schon Damage? Nicht wirklich. Ich glaube fast, wenn ich 4 Brawler reinplatziere, wäre es stärker als das, was ich jetzt habe, wegen dem Bonus auch. Dann müssen wir vielleicht nächste Runde switchen. Wir müssen uns das gut überlegen. Kaiser wurde gut gebufft, by the way. Leona wurde gebufft. Lucian wurde gebufft? Oh, Lucian wurde gebufft. Poppy wurde genervt. Und Volibear wurde nochmal gebufft. Oh mein Gott, Brawler. Und Ganzlinger, sage ich euch. Brawler, Ganzlinger und Lord Draven. Das müssten die drei besten Comps sein. Eine Mischung aus Ganzlinger Blade Master. Dann Brawler Jinx zum Beispiel. Oder eben Volibear Carry. Ich würde gerne Volibear Carry spielen. Ich hoffe, dass ich jetzt in der Aufnahme nicht als Achter rausfliege. Okay, wir machen es jetzt raus, 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 rein. 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 So, das sind 4 Brawler, die jetzt alle 4 Leben haben. Um das zu packen, muss ich ein Level up machen und noch einen Carry haben. Das Wayne. Lucian lasse ich drin. 30 Gold. Jetzt gucken wir mal, wie viel Gold die anderen. Beziehungsweise wollen wir noch was kaufen. Shen. Zwei Kost. Wir brauchen 2 Kost Brawler, also will ich einen 2 haben. Vielleicht kriegen wir Gold. Gucken wir kurz aufs andere Gold. 20, 20, 20, 40, 20, 20, 30, 0. 20, 20. Ich selbst bin auf 30. Das heißt, ich bin einer der Spieler mit dem meisten Gold. Dafür aber nicht so viele Leben. Das heißt, wir müssen jetzt 1, 2 lucky Gegner bekommen und dann. Oh, nochmal Gold. Nur Shyvana und Zed erstmal. Ich hätte auf jeden Fall gerne Items. What? Boah, Leute, ich habe gerade Damage kassiert gegen die Crux, weil ich nicht schnell genug... Man hat nicht mehr so viel Zeit. Das habe ich in den Patch Notes aber nicht gelesen. Uiuiui, das hat wehgetan. Von allem, was hier liegt, kann man durchaus Jace kaufen, weil er mit Weisende geht. Aber eigentlich willst du da später eher einen Dingens haben. Eine Jinx. Jinx, Lucian sind gern gesehene Carries. Ich überlege, den zu verkaufen, weil ich eigentlich die Chainvest... Wobei, Chainvest ist ein halbes Entwaffnungs-Item. Und ich glaube, das ist absolut worth. Absolut. Dann würde ich sogar fast Lucian jetzt schon statt Wayne reinnehmen. Und dann sind wir nächste Runde auf 50 Gold hoch. So, die Brawler halten sich wacker, aber gut. Ohne Items ist auch erstmal der Damage nicht da. Dann kommt hier die Wayne erstmal raus. Normalerweise würde ich Poppy gerne mitnehmen, wenn ich noch Knights gehabt hätte. So.
Was wir jetzt machen ist, wir leben von den Zinsen. Und die Zinsen. Es gibt jetzt zwei Optionen. Wenn ihr 50 Gold erspart habt, wir sind bei Stage 3.2, das ist eigentlich ganz okay. Gibt es jetzt zwei Optionen. Option A, wir leben von den Zinsen und rollen immer bis 50 runter, damit wir endlich ein paar Picks auf 2 bekommen. Das könnten wir in dem Fall sogar machen, weil wir Volibear und Lucian fast auf Level 2 haben und wir wollen nicht zu viel verlieren. Oder wir benutzen jetzt immer unsere Zinsen und gehen auf Level-Ups, damit wir relativ früh zum Beispiel sowas wie Level 7 hitten und mehrere Picks reinpacken können. Boah, aber der sieht auch sehr übel aus. Ich möchte es gerne so machen, dass ich jetzt meine Picks kurz hitte, weil sonst wären wir zu low. Ich denke, man muss das abhängig davon machen, wie groß der Luxus ist, den man sich leisten kann. Momentan sind wir auf einer 5er Losing Streak, letzter im Leben. Dementsprechend ist der Luxus nicht ganz so hoch. Interessanterweise kriegen wir jetzt einfach so eine Morgana geschenkt, aber wir wollen die nicht. Wir rollen. Warwick Rek'Sai, das ist gut. Rengar kann man auch definitiv erstmal mitnehmen. Wir rollen. Wollen nichts davon. Wir rollen. Wollen den Blitzcrank. Wir nähern uns auf jeden Fall unseren Picks. Da ist der Volibear. Und wenn ihr diese Strategie spielt, ihr macht das so lange, bis ihr drei oder vier Leute auf zwei habt, damit ihr aus der Losing Streak rauskommt. Aber auch das ist natürlich erstmal noch keine Garantie. Oh, vier Knights und ein Ninja, das ist geil. Das ist geil. Ich hoffe, Lucian slidet nach links und nicht in Cannon rein. Okay, danke, Lucian. Und jetzt haben wir wohl über Level 2. Auch ohne Items kann er jetzt anfangen, Damage zu machen. Und das ist geil. Entwaffnung. Ob ich das gewinne, weiß ich. Oh ja, Cannon. Fokus Cannon. Wunderbar. Wunderbar. Der Garen wird sich noch einmal drehen. Jetzt ist die Frage, kann mein Lucian noch die Poppy entwaffnen? Kann er. Aber der Fokus ist leider nicht auf Garen. Ah? Overtime? Lucian, it's your time to shine. No. No, no, no. So, wir verkaufen noch einen, damit wir auf 50 Interest bleiben. Der Kreis wird wieder sehr schnell losgehen. Handschuh brauchen wir. Kriegen wir auch. Finde ich gut, dass der Kreis schneller geht. Dadurch wird das Spiel ein bisschen schneller. Jetzt haben wir einen Doppelhandschuh und den können wir. Wir könnten ihn Volibear geben. Wir könnten ihn Volibear geben. Und die anderen Items dann auf unsere. Wobei man auch gerne den Doppelhandschuh Cho'Gath gibt. Also Volibear oder Cho als drittes kommt Vi in Frage, aber die habe ich erstens nicht und Volibear ist schon zwei. Also jetzt kann ich meinen Doppelhandschuh, wie gesagt, Volibear oder Cho geben. Ich habe keinen Cho. Noch ein Volibear sogar. Ich könnte ein Level hochgehen. Ja, ich glaube, es ist vielleicht genug gerollt. Man kann Sneaky Second Blitz reintun oder einen zweiten Lucian, das geht auch. Um mich jetzt nicht entscheiden zu müssen, kann ich auch erstmal so machen. Hauptsache der Double-Handschuh ist schon mal im Spiel. Oh, sein Cannon. Zum Glück ist sein Cannon Level 1, aber der hat viele Dämonen. Es wird kein angenehmes Spiel. Ein Dämon ist schon mal raus. Evelyn ultiert nochmal. Ja, Volibear, kannst du nochmal klatschen? Aatrox hat sehr viel gemacht. Wahrscheinlich, wenn wir uns den Damage Graph angucken, sehen wir das so. Dass die Level 1 Evelyn geschafft hat, zweimal zu ultien. Die hatte ziemliches Proc-Glück, was die Dämonen angeht. So, jetzt haben wir noch einen Warwick. Aber der Lucian hat gerade gute Items. Double Handschuh wollen wir eh runter haben von dem. Das war dumm, weil wir wollen Lucian Level 2. Dann fällt Entwaffnen ab. Oh je. Da haben wir nicht dran gedacht. Gleich kommt eine Wolfsrunde. Das heißt, wir können zwei Runden lang von Interest leben. In diesem Sinne nehmen wir einmal Akali mit und gehen einmal hoch. Es sieht nicht so gut aus. Wie ihr sehen könnt, gibt es nur zwei Spieler gerade, bei denen es nicht so gut läuft. Ich wollte mal ein bisschen so den neuen Patch testen. Aber nach wie vor bleibt in TFT, egal welche kommt, du spielst. Entweder du hittest sie oder du hittest sie nicht. Bis jetzt hitten wir nicht so gut. Dann müssen wir auf Level 7 sparen und dann all in. Manchmal hittet ihr so gut. Wenn ich jetzt alle auf Level 2 hätte, wären wir vielleicht auf 60 leben. Vielleicht sogar auf 70 leben.
Wenn das der Fall ist, dann habt ihr das Spiel in der Tasche, aber jetzt wurde unsere Sparstrategie ziemlich zunichte gemacht, leider. Double Handschuh geht. Bleibt diese Runde noch? Okay. Machen wir mal so. Nach der Runde bin ich Level 7 und dann die Runde darauf wird All-In. Wünscht mir Glück. Wenn das ein Comeback-Game wird, ich nehme das jetzt nicht im Stream auf. Das ist free im Freien für YouTube. Das wäre jetzt richtig bitter, wenn ich Achter werde. Oh mein Gott. That's good. Titanic ist sehr gut auf Volibear. Das ist, was habe ich gesagt? Erstmal Level 7. Leider haben wir keinen weiteren. Den habe ich gerne da. Boah, was machen wir jetzt mit dem Lucian? Ey, hör mir auf. Ich glaube, ich verkaufe den und pack kurz eine Akali für rein mit Double Handschuh, damit die ein bisschen carryen kann. Gangplank zweimal angeboten, kann man definitiv auch. Das ist sogar besser. Ach so, ich habe noch einen extra drin jetzt. Aber nice, denn Draven wurde rausgehoben. Gangplank hat schöne Items. Und Volibear ist. Volibear ist Titanic! Achtet mal da oben! Oh, Kindred Ult. Hätte ich es mal nicht laut gesagt. Komm, Volibear, noch einmal. Noch einmal. Ihr habt's gleich. Ja, Volibear! 3000 Schaden. Alle Items, die ich jetzt bekomme, müssen. Auf Volibear, oder was? Entwaffnen. Unser erster Win! Achter Losing Streak, unser erster Win. Okay. Und jetzt wollen wir, wie gesagt, rollen. Jede Runde mindestens 20 Gold runterrollen. Chogat? Okay, okay, okay. Welcher Brawler fehlt uns noch? Ein Brawler, ne? Okay, rollen, rollen, rollen. Schneller, schneller. Jinx? Okay. Dann warte ich noch kurz. Wahrheit, das ist der Brawler! That's it. Nein, welcher fehlt uns noch? Rek'Sai. So. Genau, das sind 6 Brawler erstmal und Jinx Carry. Oh mein Gott, entwaffnen ist auf Volibear auch geil. Und Warwick brauchen wir nur noch einmal. Jetzt haben wir ansatzweise eine Comp. Man spielt eigentlich gerne noch Level 8 im zweiten Ganzlinger. Aber ich glaube, ich muss jetzt erstmal Rek'Sai, Blitzcrank und alle möglichen schaffen, überhaupt auf 2 zu bekommen. Und wenn es dann besser läuft, können wir immer noch umswitchen. Wird das das 6 Brawler Comeback? Ich sollte auf jeden Fall all in. Swain, nein. Aber erstmal mitnehmen. Chogat hat gute Items. Noch eine Jinx, ja. Blitzcrank. Ich glaube, ich habe schon einen Blitz übersehen, wenn ich mich nicht täusche. Rek'Sai. Dann erstmal Lucian wieder. Wunderbar, noch ein Lucian. Chogat. Overly Owner. Kindred. Wir rollen weiter. Warwick Level 3. Das verschafft uns Platz auf der Bank. Noch ein Volibear. Wenn wir den noch auf 3 hätten, ist das Comeback möglich. Boah, das war keine schlechte Comeback-Runde, Chat. Volibear entwaffnet Shyvana. Noch nur kurzzeitig. Oh, der Gnar. Nee, den schaffe ich nicht. Okay. Das ist auch der Erstplatzierte. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass. Oh Gott. Über die Hälfte. Unsere Comp ist stark, aber das hat uns jetzt wieder. Wir haben BF-Schwert. Was kann man daraus machen? Bogen. Oh Gott. Ey, das kann nicht sein. Ich brauche einen Bogen und ich krieg den nicht. Chogat Level 2. Dann müsste die Muschel abspringen und dann ist es ein Blutdörster, Volibear. Mit dem Bogen hätten wir Volibear noch ein richtig feines Item geben können. Und zwar dieses neue blaue Schwert. BF-Schwert und Bogen. Das ist ja Prozent. Er hat Titanic, das und Entwaffnen. Der hätte so viel Prozentualschaden mit jeder einzelnen Tatze abgezogen. Man muss echt flott sein bei dem neuen Patch. Im Kreis, das merke ich. Wait, wo ist das Item von Chogat? Was ist denn das jetzt für ein Bug? Jetzt hat er einen Double-Handschuh und. Lol. Das war nicht so geplant.
Jinx Levels. Man kann Swain auch in der Comp spielen. Was ist denn hier jetzt passiert? Ich dachte, wenn ein Charakter den Doppelhandschuh hat, dann springt dieser eigentlich ab oder eben das andere einzelne Item. Das ist jetzt natürlich sau bitter, dass mein Doppelhandschuh oder mein Item aus. Das ist nicht mehr da! Mein Item ist weg, Mann! Komm, Volibear! Boah, aber der lange CC, ey. Den krieg ich. Ja, ich bin raus, oder? Ein HP, Freunde. Es ist eine YouTube-Aufnahme. Ich kann jetzt noch ein ganz Ding oder noch eine Seju reintun. Seju wäre besser, weil Volibear dann freezen kann und Jinx hat eh keine Items. Weil brauchen wir? Wir kommen, glaube ich, gar nicht auf. Wir müssen Volibear verkaufen oder die beiden. Dann, ja, wir haben nur noch ein HP. Wir müssen Volibear verkaufen. Wir haben die Zeit nicht mehr. Viel zu bad. Dann packe ich Volibear jetzt auch mal ein bisschen weiter nach vorne. Die beiden werden so gesaved und Seju hier. Jetzt ist der Double-Handschuh da. LOL. LOL. Jinx, carry mal. Es kann witzig werden. Das Einzige, was ich... Jetzt ist der Double-Handschuh abgesprungen. Wir haben es alles auch in der Aufnahme. Jinx hat einen Statix. Ionischer Funk ist auch geil. Solche Gegner wollen wir, Chat. Guckt euch an. Wir haben echt eine starke Comp. Und mit dieser Comp schafft man in der Regel Top 4. Aber wir sind so low gedroppt. Feels bad. Feels bad. So, Seju sehr gut. Oh, wie gern hätte ich noch Seju auf 2. Hextech habe ich auch. Ja, leider haben wir unser Volibear verkauft, aber wir haben auch kein Gold mehr. Mit einem Level 3 Volibärchen hätten wir sogar mit den Items erster oder zweiter machen können. Ich hoffe, ihr bibbert genauso mit wie ich. Also, ich halte nochmal fest. 6 Brawler ist in der Meta momentan sehr stark. Bewahrer Imperial mit Lord Draven ist sehr stark. Eine Mischung aus Gunslinger und Blade Mastern. Wenn man 6 Gunslinger zum Beispiel hat und 3 Blade Master, dann ist das auch sehr stark mit den richtigen Items. Das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. Jetzt habe ich hier Infinity Edge. Quicksilver. Eine Vi wäre jetzt erstmal geil, muss ich sagen. Da ist die Vi, perfekt. Dann haben wir die verbessert und Nikos Health. Ich denke, Quicksilver müssen wir hier spielen und Cho'Gath alles geben. Das ist jetzt unser All-In. Volibear meine ich natürlich. Mehr geht nicht. Wir spielen gegen einen Lord Draven. Boah, mein Volibear hat noch gut geklatscht. Aber ey, komm. Vi auf Draven. Vi auf Draven. Vi trifft Draven nicht. Oh, ich hoffe, Draven kann sich nicht gegenhalten. Yes. Und der Typ ist raus mit 50 Gold. Wie ärgerlich für ihn. Wie ärgerlich für ihn. Was ein All-In. Leute, wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen mit einem HP. Sonst sind wir raus. Gibt auch nichts mehr, was wir gut... Oh, schöne Items auf Jinx. Ich habe das Gefühl, Volibear war mir zu schnell tot. Vielleicht muss Seju mehr hier stehen, Voli noch hier. Wobei... So gefällt es mir auch, weil... Volibear hat da eine Flanke. Wenn die alle hier geklumpt sind, hat Volibear eine Flank. Das ist die beste Comp von damals. 4 Wild, 3 Shapeshifter, 3 Assassine und einiges mehr. Den ersten hat Jinx schon. Wo sind die Resets? Da. Wunderbar. Die Brawler-Comp übrigens ist wieder populär geworden, weil die beste Comp letztens genau diese hier war. Und Brawler ist der Counter dazu. Oh mein Gott, Top 4 mit 27 Leben. Wir können es schaffen, Freunde. Wir können es schaffen.
Da droppt einer noch. Er muss gegen den Ghost. Okay. Unlucky. Oh, ich habe nichts geplant. Ich will nicht rausfliegen, Mann. Aber selbst wenn, ich glaube, wir haben das Ende richtig all-in. Schöne Items auf Jinx. Infinity Edge. Und wenn die hier auch noch den... Ah, nee. Nee, okay, das Item macht keinen Sinn. Auf ihr. Aber die Infinity Edge. Wir sollten vielleicht mal gucken, was die anderen noch haben. Was brauchen die denn noch so? Der sucht noch eine Seju, also kaufen wir die. Der hat Kaylee auf 2 gehabt. Draven, Demons. Der sucht noch Evelyn und Aatrox. Okay. Nein, gegen den Erstplatzierten. Aber Volibear steht optimal. Da kann er rein smashen. Ja, Volibear. Oh, verwandelt dich noch schnell. Und Jinx ist on. Oh. Die Items haben auf Jinx super funktioniert. Den Erstplatzierten packen wir also auch. Gibt es irgendeinen, der uns noch besiegen kann? Das One-HP-Comeback. Der nicht. Der hier, der Ganzlinger-Typ, oder? Miss Fortune Level 2, wenn die gut hittet. Leider ist die Anzeige an der Seite ein bisschen buggy. Oh, oh. Red Buff für Volibear wäre so sweet. Aber ich muss das hier nehmen. Ich muss das hier nehmen. Und jetzt brauche ich entweder noch einen Knight oder einen Gunslinger. Vielleicht hätte ich doch gerne Force of Nature nehmen sollen. Aber der hat Items full, die hat Items full. Ein Item für Cho'Gath. Wäre ein Item für Cho'Gath gewesen? FC Cho'Gath geht, ja. It's okay, denke ich. Ich denke, die Leute meckern nicht über die Spatula. Schöne Items auf Jinx! Ich brauche einen Ganzlinger. Die Jinx, oh mein Gott, oder Yasuo, oder Level 2. It's happening. Ich brauche einen Ganzlinger. Oder doch Yasuo. Aber der bringt uns den Ganzlinger. Jinx hat die Items für Ganzlinger. Die perfekte Items, die Jinx. Draven. Das sind die Knights, by the way, die ich suche. Auch interessant. Mein Volibear steht wieder gut. Vor dem habe ich Angst. Das war der Dämon-Typen. Aber meine Jinx müsste jetzt kommen. Jetzt kommt die Jinx, die ist aus. Ja, den besiegen wir auch. Und es gibt. Das ist der neue Erstplatzierte. Der kann uns also auch nicht besiegen. Ich habe nur noch Angst vor dem mit der Miss Fortune, wie es aussieht. Der nicht. Der Ganzlinger, ja. Guck mal. Ist Wayne denn interessant? Double Brand. Nein, nein, nein. Aber vielleicht kriegen wir ja so 2. Gangplank ist besser als Graves, at least. Ne? Da ist noch eine Vi. Noch ein Gangplank habe ich gerade verkauft. Jinx hat scheiß Items, dann lieber so, die Runde. Jinx hat scheiß Items, dann lieber so. Das ist der Ganzlinger-Typ mit der Red Buff Miss Fortune. Wünscht mir Glück, Freunde. Wenn der mich jetzt raushaut, dann bin ich echt Siebter. Seine Miss Fortune wurde gehuckt. Oh, snap, meine Sejuani ultiert alle. Oh, oh, was hat der für ein Aatrox? Es ist noch nicht vorbei. It's not over yet. Ich habe nur ein HP, ich habe nur ein HP. Der mich besiegen kann und die Animation von Cho'Gath. Entweder du ultist nicht oder du ultist schneller. Egal, das Game war glaube ich ziemlich geil und ich denke, jeder weiß, hätten wir mehr Leben durchs Early bekommen, wären wir wahrscheinlich Erster geworden. Wie findet ihr den neuen Patch? Welche Comps sind eurer Meinung nach die Top 3? Das würde mich jetzt nochmal kurz interessieren. Ich glaube, das liegt in eurem Interesse, wenn ich sogar ganz kurz das Spiel hier noch zu Ende durchlaufen lasse, eben damit wir sehen können, welche Comps sich hier durchgeboxt haben, so wie der Erstplatzierte aussieht mit seinen Rittern und Imperials, sieht der ziemlich böse aus, hat auch noch 50 Gold parat, kriegt jetzt noch ein schönes Item, gegen den Typ haben wir gewonnen, gegen den Typ haben wir gewonnen. Gegen den haben wir gewonnen. Gegen den haben wir mit einem Auto-Deck verloren. Und gegen den haben wir nicht gespielt. Also,
Leicht ärgerlich, aber es war eine schöne Runde und wir haben wirklich tapfer gekämpft und das Comeback haben wir auch lange hinausgezögert, definitiv. Ich bin sehr gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Und in den nächsten Tagen könnt ihr auch erstmal wieder normales League of Legends erwarten. Ich bleibe bei meiner Theorie. Blade Master Gunslinger ist gut, gegen die habe ich jetzt ja auch verloren. 6 Brawler ist gut, die habe ich ja jetzt gespielt. Und Lord Draven ist momentan auf Platz 1. Ich glaube, das sind die drei besten Comps nach jetzt momentan. Das wäre jetzt meine Prediction. Der hat 6 Dämonen, 3 Elementare mit einer Level 3 Lissandra mit Top Items. Der wird spannend. Der muss jetzt gegen den ich knapp verloren habe. Die Cannon Ult war gut, weil die sogar den Lucian noch stunnen. Okay, der hat auch knapp verloren. Also die Gunslinger-Geschichte wirkt momentan sehr stark. Ich würde gerne wissen, ob er noch Blade Master hat. Der besiegt den anderen. Oh Gott, das ist ja noch echt alles offen. Schwer zu predikten. Hat der Blade Master? 1, 2, 3, 4. 4 Blade Master. 1, 2, 3, 4 Gunslinger. Oh, das kann man noch pimpen, ne? Statt Kaylee und Seju, die natürlich jetzt gerade eine super Frontline sind, noch. Keine Ahnung, was fehlt denn noch? Tristana Graves mit 2 Entwaffnungs-Items und dann hast du 6 Gunslinger. Weil, ihr müsst euch vorstellen, das ist hier Buggy. Hier steht 1, 3, 5. Es ist aber 1, 2, 4. Das heißt, sobald du 6 Gunslinger hast, bist du powerful. Wenn ihr Gunslinger spielt, dann müsst ihr auf 6 Gunslinger kommen. Oh, Miss Fortune, du bist lange CC. Du bist ready to rumble. Yes, Miss Fortune hat da noch 4 rausgehauen. Ich würde mal sagen, wir müssen uns den Turbo... Nee, den Lapser nochmal genau angucken. 1v1 jetzt. Es bleibt... Ritter Imperial gegen das hier. Das ist interessant. Was hat denn der? 5 Sorgs. Jetzt switcht er um. Oder hat er schon 6? 1. 6 Sorg, 4 Demon? Wow. 2 Wild? Das ist eine sehr starke Sorg-Comb. Vor allem, weil sein Level 2 Swain in Sorg ist. Locket of Kratos auch noch. Wow, 6 Sorcs für Demon. Ich gönne ihm das und er wird auch gewinnen, weil Sorcerer countern Knights. Das war schon immer so. Die Morgana steht awesome. Bruh, 6 Leute, wie viel Damage hat die Morgana gemacht? Kann ich nicht mehr sehen, leider. Verdient gewonnen. Leute, lasst gerne Liebe da, einen Daumen nach oben. Danke für eure Zeit, wie immer. Schreibt eure Gedanken zum aktuellen Patch 9.20. Ich bin raus, haut rein. Macht's gut.